Come on. Come on, little fella. Don't be shy. That's it. Come on. These little fellows have been fed diets. Diese kleinen Kerle werden mit Nahrung gefüttert, die genmanipulierte Kartoffeln enthält, und alle Experimente werden dann im Vergleich mit den nicht genmanipulierten Kartoffeln gemacht, sodass man jeglichen Unterschied erkennen kann. Wir haben nur drei Dinge untersucht: Wachstum, Entwicklung und Immunsystem, und sie hätten nicht beeinflusst werden dürfen. Wissenschaftler sorgen sich über genmanipulierte Nahrung ohne Sicherheitstests, die eilig in unsere Ernährung eingebracht werden und uns zu Teilnehmern eines riesigen Experiments machen. Wir haben fast 60.000 Seiten interne Dokumente bekommen, die ganz klar sagen, dass die Wissenschaftler innerhalb der Genehmigungsbehörde verlangten, dass diese Nahrungsmittel auf Giftigkeit, Immunreaktionen und Umweltschäden getestet werden müssen. Seite für Seite heißt es, was hätte getan werden müssen. Nichts davon ist geschehen. Ungefähr ein Drittel des amerikanischen Soja ist gentechnisch verändert und wird in der Fabrik mit normalem Soja vermischt. Und man kann sich nie sicher sein, was ist was. In der Gentechnik kostet eine falsche Frage deine Karriere. Du stellst eine Frage und findest die Antwort und bist möglicherweise fähig, sie zu veröffentlichen. Aber das ist dann das Ende deiner Karriere. Was in meinem Fall ziemlich einzigartig ist, dass ich überlebt habe. Der Angriff auf Wissenschaftler ist durch die Biotech-Industrie sehr gut strukturiert. Er ist systematisch, weltweit und sehr koordiniert. Wenn also irgendwann irgendwo auf der Welt jemand ein Problem veröffentlicht, wird er angegriffen. Sollte das Problem ein wirklich